Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Das ist der Marc. Hallo, guten Morgen. Das ist der Pierre. Guten Morgen. Und das ist der offizielle Menas Moos Pullover vom Kahn-Kiosk vom Album Penner Gang. Oh mein Gott! Link nicht in der Beschreibung, weil den habe ich mir privat gekauft. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Wir wollen nämlich jetzt die Shania abholen. Heute ist nämlich der Männertag. Deswegen kommen Frauen mit Zügen. Das muss man nicht verstehen. Und dann kommen noch Frauen mit Autos. Und dann muss man, naja, egal. Das seht ihr dann, wenn wir soweit da sind. Und dann gucken wir mal, ob wir heute so einen Vlog machen können. So einen Männertags-Vlog. Und hier ist wieder die Brücke, wo ich mit Natururin, also nicht geschlafen habe, aber wir übernachtet haben. Und der Flatti hat sich dann ganz dahinter in die Wiese gelegt, damit es nicht so röhrt, weil der immer so laut geschnarcht hat, der Naturbursche. Möchtet ihr auch mal hier unter der Brücke schlafen? Nicht heute. Nicht heute. Morgen ist ja auch noch ein Tag. So, wir sind jetzt am Bahnhof angekommen, falls man uns versteht. Das ist der Marc. Hallo. Das ist der Pierre. Und da drüben stehen die ganzen Männers und hören Männersmusik am Männerstag und deswegen warten wir immer noch auf die Shania. So, ich habe mich mal an die Männers vorbeigeschlichen. Da ist sie, die Jenna. Hi. Komm mal her. Ich kenne sie ja, da kann ich sie gleich knuddeln. Hallo, ich bin Marc. Muss ich alles festhalten? Ja. Pia ist schüchtern. Kommt, umarmt euch doch auch, jetzt wo ihr dazu gezwungen werdet, ist das doch viel leichter. Gezwungene Umarmung. Wir haben schon eine Kapelle aufgestellt, die für dich Musik machen, ne? Und wie war die Fahrt? Bist du müde? Nö, es geht eigentlich. Hast du schon was getrunken? Cola. Cola? Und Kaffee. Wir sind heute nüchtern. No. Die Jenna passt heute auf. Solange bis Pupsi kommt. Und dann passt Pupsi auf. Und so weiter. Und jetzt gehen wir schnell mal heim und dann haben wir noch was Lustiges vor. Okay. Gleich zur Begrüßung, Monsieur. Schöne Jacke. Sieht aus wie Fergel. Ja, ne? Sollen wir was abnehmen? So, wir haben jetzt hier Sachen gebackt, ne? Pupsi ist auch da. Da ist Pupsi da hinten. Durch die Männers durch. Stör mal den Verkehr. Hallo Pupsi. Hallo. So Hunger nach dem Bier. Die tun gerade das Auto jetzt belagern, weil wir müssen jetzt erstmal die ganzen Sachen nehmen und nach Hessberg fahren und da abstellen, weil wir dann von Hessberg aus ein bisschen wandern wollen und in Hessberg dann zurück, wenn wir zurück sind, dann was grillen wollen und dann vielleicht an der Werra übernachten. Wir sind jetzt in Hessberg angekommen. Die tun gerade das Auto entladen. Das ist der Marc, das ist Pupsi, das ist Jenna, das ist der Pierre. Das ist nicht der Kesto. Und das ist Rian Kühl, verstehst du? Menas Moos Merchandise. Nein, das hat nichts mit Menas Moos zu tun. So, wir sind jetzt hier im Kirmesgarten in Hessberg, was auch immer das sein soll. Das ist der Marc, das ist der Pierre. Die haben sich schon wieder hier das fette Bier reingezogen, ne? Was ist hier? V+. Energy. Ah, mein Rucksack. Hallo Pierre, ich muss nochmal Hallo sagen. Das ist nur Energy. Nur Energy. Nur Energy zum Wachwerden. Energy zum Wachwerden. Dich lasse ich kurz aus, weil du bist Fergel, guck. Und du, zeig mal, schön hinter den Bauch, da kommt der gut zur Geltung. Ja, danke. Guck mal hier, Salitos, sie übertreibt es wieder. Das ist aber kein Bier, das ist doch weinhaltiger Cocktail, oder? Erdbeer, Strawberry, Englisch. Die hört nie zu, die hört nie zu. Das ist Radler. Was ist weniger als Radler? Limo. Weil der Ramses, der ist nicht so einer. Der kann auch mal ein Spezi trinken und Spaß haben. So, nach der Geschichte mit dem World's Strongest Beer haben wir jetzt Teil 2. The World's Littlest Pony. Guck dir das an. Nein, das ist kein Stop, weil sonst kommt einer, nimmt ihn mit und tut ihn bei sich in den Garten rein und dann will jeder plötzlich ein Pferd haben. Das ist nicht in Ordnung. Alle am Handy, guck. No, wenn sie wenigstens Pokémon Go spielen würden. Ja, ich werde ganz einfach. Siehst du, alle spielen Pokémon, nur du nicht, weil du nicht am Handy bist. Jetzt haben wir's. Wir sind jetzt hier beim Eselsbrunnen angekommen, den können wir euch nämlich auch mal kurz zeigen. Das ist der Eselsbrunnen. Guckt euch die Visage an und wie da die Nase ist und so. Ja, da ist Pupsi, da ist Wasser, da sind die Annas. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit eigentlich da hoch über den Berg. Wir gehen aber schnurstracks über die Wiese, weil wir müssen ja eigentlich uns die Finkmühle angucken. So, wir sind jetzt hier bei der Finkmühle angekommen, ne? Die Finkmühle ist das da hinten.
sieht halt jetzt anders aus. Da ist der Brunnen, den ich eingereicht habe, der ist mittlerweile durchgegangen und das ist der Jänner. Jetzt hat sie die Ferkelhaut abgezogen. Ist sie etwa jetzt warm? So ein bisschen, ja. Ach so, aber lange Hose an. Ja. Das verstehe ich auch nicht hier. Sieht nicht aus. Alle lange Hose, kurze Hose, T-Shirt, aber gut, ich friere auch, weil es immer so windig ist, oben rum. Aber beim Wandern immer, ne? Und festes Schuhwerk auch wichtig. Er hat übrigens zwei Hosen an, wollte er noch dazu sagen. Du hast das Rote genommen wegen deinem Pullover? Genau, das passt zu mir. Und du, hä, und das ist das Blaue wegen deinem blauen Shirt? Irgendwie schon, ne? So, eigentlich laufen wir gerade gemütlich, aber vor uns hat sich hier einfach das aufgetan. Da bin ich mal gespannt, ob man da jetzt drüber kommt. Okay. Lauft halt einfach alle durch, genau. Alle anders. Beste, ich werf mich da unten rein. Ich muss ja mitten durch gerade. Es ist ja auch so dumm, da hochzugehen, zur Ansteigung, runter zu rutschen. Da kann man auch direkt einfach hier unten langlaufen, ja. Das war ja viel einfacher, als ich dachte. Da ist der Wald. Ja, und das ist der Daredevil mit seinem roten Feueranzug. Oh, ja, wir halten uns. Ja, wir sind jetzt irgendwie, haben uns verlaufen im Wald. Da ist besser. Hier ist nicht ganz so steil. Bist du bescheuert? Da unten ist ein Weg, ne? Wir sind jetzt irgendwie hier oben lang gelaufen. Jetzt müsste man da runter springen, damit man auf den Weg kommt, den man eigentlich läuft. Jetzt sind alle eingesperrt her. Blair Witch. Blair Witch. Da vorne. Wenn noch 20 Meter hier weiter geradeaus geht. Dann sind wir auf einer Ebene. Dann sind wir auf einer Ebene, ich schwöre. Bin einfach durchgelaufen und habe mir die Beine aufgeschrammt. Da kommen sie aus dem Gebüsch raus. Da ist eigentlich ein super Weg. Aber die Gäste wollten unbedingt am Bahngleis durchs Gebüsch wandern. Und jetzt versuchen wir mal, diesen Weg weiterzugehen. Irgendwo hin. So, wir haben jetzt das Bahngleis gefunden. Das kommt nämlich von da. Und fährt dann darüber. Und da dürft ihr nicht drüber. Und deswegen sind wir von dort gekommen. Und wir sind aber irgendwie da drüben in diesem Wald. Also da ist noch Rest von den anderen drin. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, verboten in Deutschland. Macht das nicht nach. Wenn ihr das seht, lauft außen rum, so wie wir. Weil da kann ja auch ein Zug kommen. Nehmt lieber einen Zug vom Bier und steht alle rum. Guck mal, die machen schon wieder alle PvP und Raids und hey, yo. Ja, wenn du so lange brauchst, um über die Gleise zu laufen. Ja, eben. Ja, weil ich ja außen rum bin. So werden die anderen hier die Spinnen aus die Löcher rausfressen. Hab der Ramses mal kurz hier die aktive Brunnenpumpe eingereicht. Irgendwo da hinten. Warte. Mann, wo ist es denn? Ach so, da, warte, da. Da ist die inaktive Brunnenpumpe. Pumpe. Die Puppe. Guck dir das an. Ist die nicht richtig? Mein hartes Rohr, guck dir das an. Und hier kannst du noch und alles. Die haben wir jetzt auf jeden Fall mal eingereicht. Denkt ihr, die geht durch? Der Pierre hat noch ein Loch gefunden. Das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Guck mal, der Pierre. Hallo. Der Pierre hat so einen Stream hier am Kopf, ne? Als er durch den Wald gelaufen ist. Das können wir euch gleich noch mal zeigen. So, nach Ramses Penispumpe haben wir jetzt auch Pierres Loch gefunden. Das ist hier oben. Das sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus. Das ist auch abgesperrt, eingezäunt, dass nicht jeder in das Loch reingeht. Und wenn wir uns jetzt mal hier so ein Stück hinknien, habt da einen schönen Weinkeller, ne? Wenn es mal regnet, ihr nicht wisst wohin, könnt ihr euch da reinlegen. Hier sieht es auch sehr müllig aus. Hier ist einfach alles zugeschüttet. Da ist irgendwelches Leder, da ist irgendwelches Fahrradblech. Da ist Bebop. Das werde ich nicht mehr trinken. Wer weiß, wie lange das schon steht. So. Und hier guckt ihr das an, wie das hier reingeht. Alles verwurzelt ist. Sieht auf jeden Fall richtig stark aus. Euch geht's gut? Ja. Honig, gell? Und Nuss und Zwetschgenlikör haben die meisten Prozente. Die haben 20, alles andere nur 15. Weiber denken nur an Saufen, wo die meisten Prozente drin sind. Der das meiste Geld hat, den zerren sie mit rum. Und der, der die meisten Prozente hat, den nehmen sie dann noch in den. So, guckt euch mal einen Pierre an. Der Pierre. Der ist nicht umgefallen, aber der hat hier da was am Auge und jetzt auch noch an der Stirn. Der Pierre, der sammelt nämlich. Wenn ihr auch was sammelt, schreibt es mir in die Kommentare. Und wir wollen jetzt was machen, weil Pupsi hat hier ihr
Das ist Osterlikör Vielfalt mitgebracht. Da gibt es ganz viele Sorten und diese Sorten wollen wir jetzt in den Rucksack packen und jeder muss nacheinander eine Sorte rausziehen. Aber sag mal bitte, bevor du die reinwirfst, was es für eine Sorte ist. Und tu sie dann mal einzeln in den Sack. Wir haben Zwetschgen. Zwetschgen. Dass man Honig. Das hört. Honig. Nuss. Nuss. Nuss, Sahne, Haselnuss. Sahne, Haselnuss, was? Sahne, Mohn. Sahne, Joghurt, Himbeer. Sahne, Kirschblüte. Sahne, Schoko. Sahne, Erdbeer, Panna Cotta. Ach du, ja. Und Eierlikör, gut. Jetzt müssen wir den Rucksack natürlich ordentlich schütteln. Und jetzt klimpern. So, und jetzt kannst du mal. Du nimmst einfach den selber in die Hand und greifst rein und ziehst dir einfach ein was raus. Ne? Nicht gucken, nein, die Augen verbinden wir dir so lang, imaginär. Und du hast. Den, wie sie wollte. Hast du gar nicht vorgelesen, Erdbeergut. Gib den gleich mal der Shania oder willst du dich jetzt hier? Wir müssen einfach nur ziehen, ihr könnt ihn ja in Ruhe trinken. Man darf im Video ja nicht Alkohol konsumieren, das ist gegen die YouTube-Richtlinien, deswegen die Shania, die. Mensch, da ist gleich ein Loch unten drin, ne, die war. Sahne Mohn. Gib's mal ein Bär. Pierre! Du bist der Beste, los, Pierre! Verletz dich nicht! Guck! Aua! Und was ist es? Sieht nach Honig aus, oder? Zwetschgenlikör. Ja, okay. Zwetschgenlikör! So. Ramses, da guckt ihr. Achso, ne, ich guck weg, aber wir machen da. Und ich hab einfach, der lag schon direkt dort. Nuss. Ich hasse Nuss. Cool. Bitteschön, für dich. Ja, das habe ich reingeguckt, ich muss noch mal mischen. Ja, misch. Ich habe gar nicht gemischt, ne? Da ist mir direkt in die Hand geflogen. Nuss. Will jemand tauschen? Nuss und? Sahne-Schokolikör. Sahne-Schoko. Sehr gut. Noch mal, oder? Ja, jetzt musst du noch dein Ding ziehen. Ach, meine Kirsche. Himbeer? Einmal hier. Kirschblüte. Das siehst du, zwei weiße, zwei pinke. Ja. Jetzt kriegt er bestimmt Honig, oder? Nein. Eierlikör. Ist immer noch Honig drin. Warte mal. So, ich habe zwei Flaschen in der Hand. Kurz Blindenschrift. Und Honig. Na toll, Honig und Nuss. So, zieh mal den letzten. Ich kann mich nicht entscheiden. Sahne, Haselnusslikör. Aber das passt auch schon wieder zusammen. Fangen wir aber auch mit dem ersten an, oder? So schön wie es. Ich glaube, das war Mohn bei mir. So, wir versuchen mit einer Hand. Wie viel Prozent hat eurer? Der hier hat 20. 15. Meine hat 15. Beide. 20. Also 20 ist der größte. Aber die haben beide 20. Prost. Ich hatte auch 20. Ja, wenigstens hat mich da das Leben nicht bestraft. Prost. So irgendwie so. Ihr geht zurück, dass man euch das sieht. Duckel, duckel, duckel. Das ist Müllermilch. Das auch ganz gut. Der schmeckt wie Haselnussjoghurt hier von Almico. Aber gut, durch die Sahne merkt man den Alkohol. Wo machen wir denn jetzt den Müll hin? Wollte ich gerade sagen, ich habe auch Sahne, deswegen. Jetzt trinkt mal schnell den zweiten mit 20% hinterher, weil wir müssen jetzt nämlich dann, wenn der nächste vorbeifährt mit dem offenen Fenster, der kann den mitnehmen. Oh, Honig. Himbeer. Klebt gleich alles. Alle zusammen in der Mitte? Das klingt doch gar nicht nach Alkohol, der Honig. So, bitteschön. Dunkel, dunkel, dunkel. Der schmeckt nach Joghurt. Wow. Ja, der hat so einen komischen Nachgeschmack. Schmeckt nach WC-Ende, ja. Also so viel Chemie habe ich noch nicht in einer Flasche gehabt. Ihr könnt den Müll jetzt in meinen Rucksack packen, offiziell. So, mehr brauche ich nämlich nicht. So, wir laufen jetzt irgendwo weiter und dann wird auch irgendwas gegrillt oder so, glaube ich. Auf die Würste, fertig, los! So, nachdem die Jungs und die Mädels jetzt ihre Liköre genascht haben, wir die Werra überquert haben und jetzt auf der anderen Seite der Werra zurücklaufen, und die Mädels noch mal nach Rimjobs gegoogelt haben, laufen wir jetzt an der Seite zurück. Nur weil du einen wolltest und wir nicht wussten, was das ist. Habt ihr Marks Hand gesehen?
die den Himmel berührt hat. Das sieht auf jeden Fall gut aus und vielleicht ist da vorne der Platz, wo wir heute Nacht übernachten werden. Stellt euch vor, da ist Feuer und der Pierre macht gerade Marshmallows für heute Abend. Und hier habt ihr so zum Spielen und Dillern, die sind ganz zart. Pupsi, das erinnert mich an dich, wenn man da so drüber strahlt. Guck. Und dann sagst du immer, nee, warte. Und dann, so jetzt. Zützelt ja auch immer die Bratwurst aus, die rohe. Schreibt es mal in die Kommentare. Fühlen Sie sich beobachtet, ja? Nein, auf keinen Fall. Gar nicht? Gar nicht. Okay. Kommt mir vor wie bei TV Total, der immer die Interviews auf der Straße gemacht hat, wo man nur die Stimme gehört hat. Das würde ja heißen, ich bin der Blöde, weil ich vor der Kamera bin. Ja, wo dann immer die Leute so ein bisschen veräppelt werden. Ja, genau. So, wir haben gerade das Ekligste gesehen, was wir je gesehen haben, gefunden. Guckt euch das mal an. Kennt ihr das? Dieses Eklige, Hässliche, was einfach nur aussieht wie Vorhaut, die immer zu sich auseinanderzieht und wieder zusammenschrumpelt. Mit so einem harten Kopf. Jetzt will ich aber und, nee, mach's nicht. Ich glaube, du erschreckst total. Guck dir das doch an. Hier hat mein Onkel, als er mal Bäume gemacht hat, dann waren die immer zersägt in den Bäumen drin, so Hälfte, Hälfte und alles. Aber das ist das widerlichste irgendwas, was ich je gesehen habe. Ich glaube, das ist so ein, ein Weidenbohrer. Nee, Weidenbohrer sind Schmetterlinge, oder? Das ist ein Korkenzieher. Ach, irgendwas ist das. Weidenbohrer, doch. Jetzt sind wir mal wieder beim ersten. Wenn ihr wisst, was das ist. Wo ist denn jetzt hin? Wenn ihr wisst, was das ist. Der kriegt gleich auf den Tisch, Mann. So, nachdem wir den Weidenbohrer, was wirklich ein Weidenbohrer war, jetzt vernichtet haben. Wir haben ihn ausgesetzt, der Marek hat sich drum gekümmert. Hat der Marek gedacht, er hat ein lustiges Spiel vorbereitet. Der hat da so eine komische Borussen-Klopferbox. Da steht ganz viel Mist drauf. Hör mal, Paragraph 09, da tanzt der Bullermann im Schlüpperlambada, ne? Da steht lauter lustiges Zeug drauf. Das hat er jetzt mitgebracht, da ist eigentlich, das ist so Maracuja-Likör mit 15% und er möchte irgendwie ein Quiz machen. Mit Pokémon-Fragen, Generation 1, irgendwas. Er sitzt jetzt dort, ich sitze jetzt hier. Shania kriegt gleich die Kamera, die filmt uns ab. Und dann gibt es eine Bestrafungsbox wegen Fragenzeugs. Und Pierre gibt ihm dann zum Ziehen für meine Strafe. Pupsi gibt mir zum Ziehen für seine Strafe. Er erklärt es bestimmt gleich. Und Shania macht jetzt immer auf die Gesichter drauf. Warum ich mir das Quiz überhaupt ausgedacht habe, weil immer wenn neues Pokémon kommt, hat der Ramses gesagt, oh nee, das Pokémon kenne ich nicht. Ich kenne nur die Pokémon aus Generation 1. Deswegen das glaubst du mir nicht, ne? Das glaube ich dir nicht. Deswegen habe ich mir 10 Fragen aus 9 Fragen, weil die erste Frage ist nicht, hat was mit der Generation 1 zu tun, aber nicht. Ist keine richtige Frage. Ist eine keine Aussage richtige Frage. Bestimmt. Genau. Und deswegen habe ich mir das Spiel ausgedacht. So, die erste Frage lautet: Wir alle kennen dein Lieblings-Pokémon. Aber weißt du auch, welches mein Lieblings-Pokémon ist? Das hat ja nichts mit Allgemeinwissen und Bildung zu tun. Kleiner Tipp: Es kommt aus der Generation 1. 1. Wusste ich. Ah, kann ich schon eintrinken. Ja. Deins aus Generation 1 ist generell auch mein Lieblings-Pokémon, ne? Niemals. Ari, ich habe keine Ahnung, ich sage einfach Pinsir, tschüss. Bist du Raupi? Hey, such dir gefälligst ein eigenes Lieblings-Pokémon. Hättest du ja merken können, ist das deine Community, die. Achso, ja. Das heißt, weil ich das die erste Frage richtig beantwortet habe. Weißt du noch mein Lieblings-Pokémon? Evoli, also Aquana direkt. Ja. Weil, ne? Dann Bruce hier und da und alles. Oh, und ey, ja, mal Fernbruce an die ganze Runde. Warte, ich kürze es ab. Raupi, komm, gib den nächsten her. Ne? Das sind ja Plastikflaschen. Das ist ja genial. Bist du bereit für Frage 2? Ja. Was ist Pikachus Lieblingsessen? Oh, wie süß der grinst. Hähnchen mit Reis, ich habe keine Ahnung. Das ist eine Bestrafung Ketchup. Ketchup? Ketchup, aus der Serie ist er immer Ketchup. Deswegen nennen die sich nicht Ash Ketchum, sondern Ash Ketchup immer, genau. Ja? Als ob es im Pokémon-Universum Ketchup gibt. Beruhigt so, euch. Ja, natürlich, in der Serie. Das darfst du nicht Bestrafung für ihn ziehen, weil für ihn. Ketchup hat er nicht gesagt. Meine. Aber sie sollte mich doch unterstützen. Warum bestraft so eine mich denn Frage, jetzt? Was ist die härteste Bestrafung?
das trinken. Lies einfach vor, und schnell. Was ist die geringste? Bitte lies doch vor. Ich weiß nicht mehr, ich kenne die Antworten nicht mehr. Du musst 3 Klopfer trinken. Ja, das sehe ich auch gleich aus wie Pikachu wahrscheinlich. Ja, so gelb wie es ist, ja. Dann wollte ich ja wissen, was Dessert ist. Jetzt haben wir gleich die Box leer, weil jetzt ist ja schon die Bestrafung da. Obwohl, der Zettel ist bestimmt nur einmal drin. Oder 5-mal. So, fertig. Wir hätten doch erst grillen sollen. Es wird doch danach nichts mehr mit den Würsten. Ich grill schon, keine Ahnung. Ich aber ruhig. Ey, du verletzt dich nur wieder. Dann hast du ja so ganze Gesichtshälfte noch auf der anderen. Die eine Seite sieht noch gut aus. Meine Schokoladenseite. Die muss verbrennt werden. Du weißt, Schokolade schmilzt, deswegen. Wusstet ihr, dass ich Likör gar nicht mag, weil der dann immer einfach so extrem süß ist? Ja, gerne. Guck mal, er trinkt doch gerne. Ich wollte schon gerade sagen. Das ist wie Alge von Knossi. Alle feiern das bestimmt, aber ich mag das gar nicht. Das ist immer so richtig. Das brennt hier einfach nur nach einer Zeit und ist einfach richtig so mit Farbstoff und irgendwelchem anderen Zeug. Frage 3. Da du Team Gelb bist, lautet die nächste Frage: Wann kam die Gelb-Edition raus? Ich möchte nur das Jahr wissen. Wann kam denn die blaue raus? Die gelbe kam dann danach, ne? Boah, wenn ich 88 geboren bin und ich habe damals was gespielt und dann sag ich mal so 86, 95, was für 1996, 98. Ja, komm, gib mir mal einen Zettel oder sowas. Sei mal ein bisschen netter. Ne, ihr habt keine Zeit hier. Wir müssen noch grillen und so. Ein Bier auf Ex trinken. Zum Glück haben wir hier das Radler. Ja, hier fehlt ja schon was und da auch. Ich kann auch das richtige Kölsch. Deswegen hast du gesagt, wir brauchen ein Bier. Weil genau ein Zettel drin ist mit einem Bier trinken. Denke ich mir mal so, also ein Bier auf Ex wegen. Das war Radler. Dann brauche ich zwei. Da muss nämlich Klopfer mit Bier auch noch mixen. Und nicht rülpsen. Das stand da nicht. Zusatz-Challenge, rülpsen. So. Frage okay. Nummer 4. Bist du bereit, Ramses? Ja, muss ja. Frage Nummer 4. Wann wurde das erste Shiny in Pokémon Go eingeführt? Ich möchte den Monat und das Jahr wissen. Das war Carbador, Generation 1, beim Wasserfestival. Seit wann gibt es das komische Spiel? 2016. Wasser. August 2018. Hoppa. Antwort lautet März 2017. Ja, ich habe erst später angefangen, deswegen. Weißt du, wann der erste Cheater war in Pokémon Go? Ich beantworte nichts mehr, sonst kriege ich noch einen Zettel. Nee, das ist so eine Zusatzfrage. Ach, dazu. Komm, das ist kann ich es dann noch abwenden, wenn es das richtig ist? Komm, Bubi, wir machen jetzt erstmal die Bestrafung. 10 Pampel. Da, der war natürlich nachdem im März 2017 das Carbador eingeführt wurde, weil das war ja das erste Shiny. Jetzt darfst du ein bisschen Sport machen. Das ist dann. Da war es regnerisch und wir standen am Strich. So. Strich. Das heißt, es war Pikachu mit bestimmt auch 2018 im September. Alter, ich weiß nicht, ob das muss der Pierre beantworten, aber ich, mein erster Zieler war das Bisasam am 2018. Das war auch genau auf Pierres Geburtstag. Aber die haben damals immer erzählt, da habe ich noch nicht gespielt, das war Dezember 2017 mit Pikachu. Ob das ein Zieler war, weiß ich nicht mehr. Ob das ein Event war, kann ich da auch nicht mehr sagen. Das in die Kommentare schreiben. Dezember 2017, Pikachu. War das ein Zieler damals? Oder war das nur ein Event mit der Mütze damals? Nee, ich glaube, Pikachu war der erste. Pikachu war. Mit weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, doch. Aber. Pikachu war der erste C-Day. Aber nicht mit Mütze, der hatte Surfer. Ich weiß nicht, ich habe da noch nicht gespielt, deswegen. Eigentlich geht es hier um die Bestrafung. Genau. Was steht denn jetzt hier auf dem Zettel? 10 Hampelmänner. Mein Bauch tut so weh. Ja, immerhin muss nichts mehr trinken. Ja, sind noch die Scheißdinger da, die Mann. Da muss ich wieder aufpassen. Ja, macht man dann. Ja, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppa! Das sah sehr elegant aus. Ja, absolut. Das kann man so zählen lassen. Absolut. Okay. So, noch was? Ja, Frage Nummer 5. Welche Höhle, die nach einem Pokémon benannt ist, verbindet die Route 2 und Route 11 in der Kanto-Region? Ah, die Dicta-Höhle, so fertig. Guten Tag. Richtig. Ja! Das war doch nur geraden. Das war übrigens im Januar 2018 der erste. War das Januar? Erzähl! Nicht eine Länge. Du sollst deine Freundin anrufen und sagen, dass du sie liebst und dann einfach wieder auflegen. Auf Lautsprecher. Wo ist hier der Dings? Das wäre aber für Mubi ja richtig sinnlos gewesen. Hallo! Aber ich weiß, du sitzt neben mir. Zeig die Nummer noch schön in die Kamera und dann schreib deine Kontakte. Willkommen bei O2. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Schatzi, ich liebe dich, vermisse dich. Vermisse dich stand nicht auf dem Zettel. Das wusste ich ja eigentlich nur, weil ich ja durch die Community dann Let's Go Pikachu bekommen habe und da spielen musste demnächst, weil sonst hätte ich da nichts mehr gerafft, was früher war. Aber es ist ja noch nicht so lange her, dass wir auf der Switch Let's Go Pikachu gespielt haben und ich in einem Dickdarm-Tunnel gefangen war. Ja. Frage Nummer 7. 6. Grüße gehen raus an Tobias. Welches Pokémon wurde zuerst entworfen? Na, Glurak, tschüss. Rizeros. Stimmt. Es war irgendwas Fettes, Großes, aber ich habe das. Weiß ich auch noch. Deswegen in den Inkognito-Ruinen sind deswegen auch die Rizeros-Statuen. Ja, klar, ja, sind die da drin. Also. Das kriegt er nicht hin. Ich habe Durst, habe ich da. Was ist denn? Es wird nichts. Was ist denn? Was ist denn? 10 Liegestütze. Man kann das doch cutten. Du hast das aus wie 10. Immer 1. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn das so reicht, irgendwie, weiß ich nicht. Super! Komm schnell weiter, jetzt wo mir richtig schlecht ist. Jetzt kommt die Frage Nummer 7. Sandan hat die Nummer 27 und Dicta die Nummer 50. Aber welches Pokémon suchen wir, wenn man beide Zahlen zusammen addiert? Was waren die Zahlen? 50 und 27? Mhm. Ich weiß alles Pokémon. Aber immer, was ist die Nummer? Es kommt auf jeden Fall weiter hinten. Sehr schön. Nach den Zweien. 77. Nehmen wir nochmal Binz hier, ne? Das ist doch super. 10 Kniebeuge machen. Oh, knackt schon. Zwei, aber weiter runter. 3. Hä, hey, ich hab einen fetten Arsch, ich kann nicht weiter runter. 6, 7, 8, 9, 10. Super! Nein, das war jetzt super. Macht ihn hier noch Spaß. Frage Nummer 8. Freude an. Grüße gehen raus an Jenaya. In der ersten Generation gibt es insgesamt 151 Pokémon, darunter 32 von Typ Wasser. Aber wie viele Pokémon von Typ Gift gibt es aus der ersten Generation? Dreiunddreißig. Das ist ja fies, die 3 war schon mal richtig. Ah, komm, ist Quatsch, lese halt hin. Zwei Klopfer mit Bier mischen und trinken, also kannst du gleich über den Tisch. Dafür war der Becher. Nehme ich lieber das. Erst einen Schluck Wasser haben. Nach deinen Sportaktivitäten.
Oder hier isotonische Getränke. Das ist irgendwie alkoholfrei. Ja, dann filmst doch mal Frühsport, ne? Ja, Fassbrause, Zitrone. Aber ich muss sagen, dieser Maracuja-Likör, der schmeckt mir gar nicht, ne? Einer ist okay, aber ab dem zweiten fand ich es dann irgendwie nicht mehr so toll. Wie schmeckt euch der? Schreibt's mir in die Kommentare. Fandst du den gut? Ja. Magst du noch einen? Nee. Wie nee? War sehr, sehr süß. Stimmt. Süß? Aber so sind die Dinger ja immer. Süß und komisch. Wie du. Der verrückte Professor, wenn die Haare immer rumsterzen, aber deswegen habe ich sie ja jetzt weg. Warte mal, jetzt mit Bier noch auffüllen. Mit kleinen Kindern im Moment. Ich denke, oh, die muss man haben. Und dann also eigentlich stand auf dem Zettel, mische zwei Klopfer mit ein bisschen Bier. Mhm. Habe ich vergessen zu sagen. Ja, aber der Becher ist doch so voll, wie er ist. Ist okay. Sieht aus wie so ein schöner Latte Macchiato, ne? Aber das macht keine halben Sachen. Außerdem hat es perfekt hier reingepasst. Aber auch wenn es jetzt leer ist. Nee. Schreibt man noch dahinter. So. Zwei noch? Nein, mein Minas Moos Pullover, ich hab's gewusst. Schreibt's mal in die Kommentare. Das so. Mit den weißen Pullovern. Frage Nummer 9. Erkennst du die Pokémon anhand ihrer Pokédex-Eintrages? Hier sind zwei. Hier stehen zwei drauf. Ein sehr beliebtes Pokémon, dessen Schönheit und Anmut jeden sofort in ihren Bann zu ziehen vermag. Pupsi. Das ist ein schönes Pokémon, was richtig super aussieht. Schönheit, Anmut, hin und her. Da würde mir jetzt Pummeluff oder Pixie einfallen, aber Pummeluff ist ja hier und Dings ist ja hier mit auf vom Mond. Ich sag Vulpix. Arcani. Arcani. Und wenn ich eins richtig habe und eins falsch, was ist dann? Müsst ihr beide trinken. Dieses Pokémon lebt in der Nähe von Kraftwerken. In Städten kann es Stromausfälle verursachen. Edle. Magde. Magneele? Ne? Magnetilo! So. Elektrik. Hab ich so denn? Den hab ich doch fast. Der war doch schon dabei. Drei Klopfer auf einmal trinken. Drei Klopfer auf einmal. Ja, das heißt ja dann wieder. Dafür haben wir ja den roten hässlichen Teppich ausgerollt. Aber da steht nicht, dass ich die nicht mit was noch auffüllen und verdünnen darf. Also. Nee, nur die drei Klopfer. Ja. Ja, die sind doch. Warum haben die Klopfer mit Bier gut geschmeckt? Da habe ich es halt nicht so gemerkt. Ach so. Also da hatte ich eher Biergeschmack anstatt einfach nur Alge. Weil es schmeckt einfach nach Alge. Nach Alge. Sieht halt auch aus, als würde die Galle wieder rauskommen. Deswegen, ihr müsst immer erst ausgiebig essen. Wenn ihr dann brecht, dann kommt gleich so eine Kloßmasse raus. Aber so sieht es dann aus, wenn ihr vorher nichts gegessen habt und dann einfach nur noch die Galle kommt. Naturin schon wieder dran im Becher. Hier sieht keiner, guck. Wirklich? Schummler, du. War das jetzt das letzte? Aber ich würde den niemals freiwillig kaufen. Das ist ja so richtig künstlich. Total süß und künstlich, ja. Kunst im Becher drin. Kunsturin. Ah, Makachuya, genau. So, jetzt. Maracaccio. Letzte Frage, Nummer 10. Ich hoffe, du kennst die Nummer von Hypno und Dicta noch. Die Frage, die Pokémon-Nummer von Hypno minus die Pokédex-Nummer von Dicta. Welches Pokémon suchen wir? Ja, beides zusammen hat Hypno ergeben, ne? Ja, das eine war Dicta und das andere war... Dicta war die 50, oder? Wir suchen die 27. Komm, wie viel Klopfer hast du noch drin? Sollen wir einfach einen zusammentrinken? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich wieder. Jetzt kommt's. Hat nichts mit Klopfer zu tun. Oh, verdammt. Ich muss natürlich auch ehrlicher sein, ich kann seine Schrift natürlich nicht lesen. Drei Rückwärtssaldo durch den Tisch. Zwei kleine Runden laufen, pro Runde ein Kotzen. Einen kurzen. Einen kurzen, ach so. Toll, das sind ja trotzdem zwei. Zwei.
Lauft ihr einfach zusammen jetzt eine Abschlussrunde und trinkt zusammen ein. Genau. Du musst uns verfolgen mit der Kamera. Oh Gott! Ich muss es ernsthaft hinter euch herlaufen. So. Marco, du kommst jetzt neben mich. Mhm. Wir gehen also hinten hier mal durch. Ich glaube, das passt. Guck, hey! Ach du Scheiße, ist ja wie vorhin im Wald. Sag mal, muss ich euch wirklich hinterherlaufen jetzt oder was? Sag mal, die Kamera braucht erlaubt. Einmal hier. Das war die erste Runde, schnell einen reinkippen. Das ist ja unfair, dass du schon einen mitnehmen musst. Wollte gerade sagen, ich krieg keinen. Dann schmeiße ich noch schnell einen rüber hier. Warte. Ah ja, gute Idee. Machen wir erstmal auf. Ah. Ja. So, weiter geht's. Zweite Runde fertig. Hast jetzt keinen mehr. Hier als Sportmadame. Prost. Ich wollte trinken. So, dann Dankeschön für diese super Runde. Dankeschön, kommt ein bisschen spät. Danke fürs Mitmachen, Ramses. Die Antwort von der Nummer 10, schreibt mal in die Kommentare, welche die Pokédex Nummer 27 hat. Und der Gewinner, der ist richtig, der kriegt noch so einen Klobber, falls wir noch einen haben. Ach, sind leer, gut. Wie zugeschickt. Alles noch einer da. Einer ist noch da. Dann können wir so einen Klobber gewinnen, ne? Können die Klopper verlosen. Dann Dankeschön, ich hoffe, es hat Spaß gemacht bei dem Quiz, ne? Und der Maracuja, das ist nix, aber die Fragen, die waren sehr gut. Der Sport war sehr gut. Und ja, ist alles sehr gut. So, das reicht schon. Generation 2, Fragen 10, komm. Und so weiter und so weiter. Wir haben ja bald schon die 9. Generation. Jetzt überlege ich mir, ob ich da nochmal will, dass er hier und so. Ramses soll den Grill anmachen und ich grill die Sachen dann. So, nachdem er immer arg mit seinem super Quiz von der Kando-Region alle belustigt hat und mir sein Maracuja-Likör eingeflößt hat, zeige ich euch mal, wo unsere Location, da ist das Zelt, da ist Pupsi, da ist der Tisch, da sind jetzt noch Getränke aufgebaut, da ist ein Gurzopfel, ne? Hier ist der Bellkartoffelsalat, da sind diverse Soßen, Bierle, Limos zum Tasten. Da sind die drei von der Tanke. Hier ist unser Spieltisch. Seht ja, wie es aussieht, ne? Wie bei mir zu Hause, wie bei Hemmels und am Sofa. Ne, jetzt wollen wir den Grill eigentlich anschüren. Da ist der Holzkohlesack. Da, wer hat denn jetzt den Rebezettel reingeworfen? Und hier ist jetzt das Fleisch. Wir haben hier Spieße, wir haben Hühnchen, wir haben Jachtwurst, Feuerdaler, Bierdaler. Hier sind noch 5 Minuten Steaks. Da sind hier Grillfackeln aus Schweinebauch, Zeug, hier diese lustigen Holzfällerwürste ohne Zipfel. Und Meininger Bratwurst. Sind das jetzt feine? Und das sind grobe? Das sind beides grobe. Wahrscheinlich waren die einen, die werden wahrscheinlich eingefroren. Ah, das ist alles richtig grob, ne? Und die Shinaya, die hatte auch noch hier dieses gute Mountain Dew mitgebracht. Das werden wir uns da. Ich. So, jetzt müssen wir nur noch anschüren. So, der Pia hat jetzt den Grill angeschürt. Da liegen auch schon die ersten Würste drauf, die sehr holzig wirken. Seht ihr das? Ich habe immer Angst, wenn man zu nah rangeht, dass dann die Kameralinse platzt. Kann das sein bei zu viel Hitze, ne? Macht mal Abstand, Bruder, Abstand. Wir filmen heute die Füße. Die Füße. So, in bester Naturin-Manier gibt es jetzt hier einfach so ein Brötchen mit Krautsalat, ja, und so ein Gehacktsklops drauf, der jetzt hier aus Jägerschnitte besteht, also Jäger, eine Jagdwurstscheibe, fertig. Das ist Krautsalat, nur hat noch mit Möhren. Es gibt Krautsalat von Pop und es gibt Cold Slow von Pop und deswegen gibt es auch noch hier was anderes. Ein ganz großes Dankeschön natürlich an den Pierre, ne? Guck mal, der hat sich hier zur Lebensaufgabe gemacht, diese Spieße und Grillfackeln für uns zuzubereiten.
Das hat sich irgendwie so ergeben. Der macht das total toll. Alles schmeckt, alles super, alles richtig Beste einfach nur. Heute schmeckt es ganz besonders. Mann, ist ja bescheiden. Haut er schon wieder ab. Fermentierter Getreide. Nicht fermentiert. Mischel destilliert wird. Jetzt habe ich dein Video ruiniert, oder? Nö. Red ruhig weiter, alles kein Problem. Ne? So, jetzt hat sich Pupsi extra eine schöne Jim Beam Cola geholt gehabt. Schmeckt ihr nicht, sage ich. Ich sage, schmeckt wie Jim Beam Cola. Genaya auch so, wow, jetzt hier das Muttertier so einen Schluck probiert. Oh, nee, so nah. Doch. Und weil es nicht geschmeckt hat, hat Pupsi natürlich sich gleich noch einen Jim Beam Iced Tea Lemon geholt. Und wie der schmeckt, das erfährt das Muttertier auch gleich. Aber Pupsi, du musst auch mal probieren, weil es ist ja deins. Das ist doch Eistee. Ich weiß, Cola kann man nicht trinken, aber Eistee, Limone ist doch das Beste. Welchen Eistee trinke ich? Nee. Ich filme so lange die Brötchen. Ich trinke nämlich immer nur Pfirsich. Pfirsich? Oh, das ist auch eklig. Noch ekliger, gut. Kauft euch Jim Beam Eistee Lemon jetzt noch ekliger. Das ist Werbung. Und, was schmeckt's? Ja, aber wie, wo? Wo schmeckt's? Ja. Naja. Nun also ja. Ich sage nur wieder, das schmeckt mir aber besser als das vorher gehende. Das ist, je mehr man trinkt, desto besser schmeckt alles. Genau. Ja. Weil das schön fruchtig ist nach Limone. Genau. Die Sätze gar nicht aussprechen würde zu. Hochdeutsch. Ihr könnt ruhig weiterreden, ich mache hier nur soziales Experiment. Ja, wir warten auf den dass der Bauch sich von alleine abrollt. Guck. Fatsch. Und hast du jetzt gezählt, wie viel Umdrehungen um den Spieß drum? Alien, die Wiedergeburt, ich hab's doch gewusst. So, wir haben jetzt alle gefressen und sind fertig. Und jetzt haben wir gesehen, da geht noch ein Raid auf an der Vera. Deswegen gehen wir jetzt zur Vera zurück. Das ist jetzt übrig hier, nämlich nix. Und dann haben wir immer noch die Wahl, ob wir da schlafen, da schlafen. Ich zeige euch noch mal kurz den Garten, ne? Das ist der Garten normalerweise. Bisschen privat, bisschen für dich. Kannst du hier schlafen. Da haben wir trinken Dosenbier. So sind wir gedreht und gemacht und immer viele Videos. Und mit Iswo und Sommer und Maxen und Pool und Hannes und ganz viel. Aber ich zeige euch jetzt noch die Werra und die Insel, wo ich mit der Turin und Flatti übernachtet habe. Und da werden wir jetzt auch noch einen Raid machen. Wir haben uns jetzt hier eingefunden, nochmal an der Arena, die ich eingereicht habe. Guckt euch nochmal die Arena an, die ich eingereicht habe. Das ist die Arena, die ich eingereicht habe. Hättet ihr sowas auch eingereicht? Wir haben uns also versammelt. Hallo. Das ist der Marc, das ist der Pierre. Was ist denn das? Ein Ei. Und aus dem Ei kommt Pantimimi. Pupsi am Start, komplett in schwarz. Und hier, Shenaya, und die zeigt uns den nächsten Raid-Boss, ein Kabufala. Seht ihr diese Ähnlichkeit? Das hat auch so ein Schweinchen rosa an sich. Da liegt auch noch einer. Wir werden jetzt fix den Raid machen. Und dann zeigen wir euch mal unseren Wahlweiß-Schlafplatz für heute Abend. Weil wir könnten ja im Garten schlafen oder auch hier. Also eigentlich haben wir es schon entschieden, aber ich tue gerade fürs Video so, als gäbe es noch eine Auswahl. Nee, da ist ja kein Ramsesbein, nee, da will ich nicht mit trainen. Nee, der hat bestimmt gedacht, wir schaffen den nicht oder sowas. Ja, so, wir haben jetzt mal random ein paar Leute eingeladen. Ich habe die Sarina eingeladen mit einem kleinen Account. Die Sarina ist auch reingekommen, Andy Project ist reingekommen, hat Shenaya eingeladen gehabt und die hat auch den Alex eingeladen. Der Alex ist auch reingekommen. Dann habe ich noch den Brotpilot Lima eingeladen, der ist auch reingekommen und ist jetzt einfach wieder abgehauen, weil... Weiß nicht. Vielleicht mag der kein Schweinchen rosa und deswegen ist er wieder gegangen. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr eingeladen, die gerade alle online waren. Aber diese drei, fühlt euch gedrückt. Kuss geht raus und Herz, ne? Sarina, Alex und Andy Project. Und Grüße auch an die 1807 Prinzessin oder so. Keine Grüße an den Mark. So, wir dringen jetzt ein in die Höhle des Löwen. Was? Da war ein bisschen Holz. Aber das Holz hier, das war doch früher nicht so hier mit Naturin und Fladdy, oder? Nö.
Dieser Scheißhaufen war auch früher nicht da. Und das alles, das wurde so angespült. Hier ist ja auch öfters Hochwasser und dann fliegt alles hier hin und dann bleibt es einfach so liegen. Das könnte auch unser Schlafplatz sein, wo ich mit Vladi Naturin schon mal geschlafen habe. Da hat sich einiges geändert. Ah! Hier ist schon eine Waldhütte. Da kannst du schon Lagerfeuer machen, Bruder. Dann gehst du raus. Früher war hier nur ein Baumstamm, wo du dich draufgesetzt hast und die Beine ins Wasser. Jetzt ist halt alles gehötzt. Gehötzt. Geöst. Guck mal, hier ist zum Beispiel so. Hier könnt ihr mich niederlassen. So. Du kannst deinen Kopf da unten ins Loch reinstecken. Ja, das ist jetzt nicht so meine Füße, aber. Okay. Ja, mit Naturin und Fladdy, ihr wisst ja Bescheid. Haben wir hier in dieser Senkung legen, nebeneinander auf der Isomatte. Da war es schön wie im Liegestuhl. Da war der Reifen, wo wir dann gegrillt haben abends. Und hier hinten konntest du raus. Da war dann die Toilette. Ach, da legt sich da hin und schläft. Guten Abend. So, der Pierre ist irgendwie gefallen und gleichzeitig aufgestiegen. Der hat nämlich gesagt, er legt sich einfach jetzt hier dazwischen. Ne? Das seht ihr dann. Da brauchst du gar nichts mehr dazu. Das ist der Fall und Aufstieg des Pierre. Der ist nämlich jetzt Überfreund geworden mit Shania. Du bleibst jetzt hier liegen, okay? Ich glaube, dann ist schon entschieden, dass sich jeder hier dann später irgendwie einen Platz sucht und hinschmeißt und dann mal gucken, was passiert. So, jetzt ist schon ein bisschen dunkel, ne? Eigentlich habe ich mir letztens hier eine Lampe bestellt, habe ich aber nicht dabei. Und dann habe ich mir einen Aufsatz für die GoPro bestellt, aber den habe ich wieder zurückgeschickt. Da war nämlich auch Licht dran. Wir haben jetzt hier ein bisschen ins Nachtlager aufgeschlagen. Da oben sind wir jetzt runtergelaufen, wieder hier hin an unseren Campingplatz. Pupsi möchte im Zelt schlafen, deswegen haben wir jetzt das Zelt hier aufgebaut. Direkt hier neben dem Baum. Da steht jetzt das Zelt. Hier drüben ist diese Holzhüttenkonstruktion, da wird wahrscheinlich der Mark niemals drin schlafen. Da steht auch noch ein Frühgulch. Da ist noch Rucksack, genau. Dann geht es weiter hier rüber, pass auf. Da liegt noch eine Isomatte, die braucht keiner. Da steht noch ein gelbes Limo, das braucht auch keiner. Ich glaube, das saufe ich gleich. Dann läufst du hier rüber, wo ich mit Naturin und Fladdy gepennt habe, hier in dieser Kuhle. Da wird dann Shania wahrscheinlich ihren Schlafplatz haben. Da stehen noch Biers. Wenn wir jetzt hier vorne hingehen, Richtung Ufer, Richtung Wasser, da sitzen hier die Penners. Ne? Hallo. Da ist der Pierre. Ich trinke noch eins. Und jetzt da ist die Shania. Da ist der Feuer. Da ist der Mark. Guten Abend. Da ist Pupsi, die sitzt hier noch auf der Isomatte. Hier ist Wasser, damit ihr seht, da kann auch nichts passieren, weil hier ist gleich Wasser, ja, dass da nichts in die Hose geht. Und hier hinter der Shania, hier in diesem Loch, liegt dann der Pierre. Ich glaube, das nächste Mal melde ich mich dann aus dem Zelt zurück, morgen früh, wenn es hell ist, und dann sag mal guten Morgen und dann war es das eigentlich schon, glaube ich. Ja, und alles in nüchtern. Verdammt. Guten Morgen. Oh, das sieht aber zerstört aus. Thank you.
So, ich bin jetzt aufgewacht, nachdem ich vorhin schon aufgewacht bin und davor aufgewacht bin und davor aufgewacht bin. Und jetzt habe ich gedacht, ach, es ist bestimmt um 7, um 8, um 8:30, um irgendwas. Es ist sage und schreibe 5:48 Uhr. Was eine super Zeit. Also wenn ich zu Hause schlafe, würde ich um diese Uhrzeit wahrscheinlich noch nicht aufstehen, aber in der freien Natur bist du einfach so tiefenentspannt und so gut drauf und so schön erholt bei der frischen Luft, dass das genau deine Zeit ist, ohne Wecker aufzustehen. Das finde ich richtig genial. Es war ziemlich hart am Anfang zu schlafen, ja. Die Rippen haben wehgetan. Dann das Knistern, die Geräusche, das Plätschern, das Wasser. Aber im Schlafsack war es so kuschelig warm. Es war auf jeden Fall nicht kalt, wie es jetzt außerhalb des Zeltes war. Nur mit Sack weiß ich nicht, aber im Zelt war das mega angenehm. Fand ich richtig cool. Hab ja auch nur kurze Hose, kurzes T-Shirt gehabt. Hab meinen Pullover dabei gehabt, so als Kopfkissen ein bisschen. Und ja, keiner war betrunken. Alles ganz normal, man hat es nicht übertrieben. Bisschen gewandert, bisschen gegrillt. Abends bisschen am Lagerfeuer noch zusammengesessen und so. War doch in Ordnung. Wie war euer Männertag? Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier an der Stelle beende. Ich weiß nämlich nicht, wie es jetzt noch weitergeht und wie lange wer noch schläft. Wir wollen heute nämlich zum Dönerlutz nochmal noch einen Spaziergang ins Wildgehege machen. Noch unsere 2 Raid-Pässe dann für heute rausballern. Und ich glaube, das Ding geht eh lang genug, schon allein durchs Quiz, sodass ich sagen würde, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, eure Jenna, euer Marc, euer Pierre, eure Pupsi, eure. Und ja, wie habt ihr Männertag verbracht, was habt ihr gemacht, mit wem wart ihr so unterwegs, hin und her, schreibt's mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, peace out, Vorhaut, euer Ramses.